Sendung Folgendes. Vorsicht, da kann was von oben runterkommen. Die Folgen der Dürre in Deutschland, die Gefahr von herunterfallenden Essen. Deshalb hat es schon einige Unfälle gegeben. Außerdem, wie geht es jetzt weiter für den ehemaligen Radprofi Jan Ullrich nach dem Absturz? Welche Chancen hat er jetzt und wie man ihm helfen will? Und dann haben wir noch ein Küsschen für Papa heute. Til Schweiger, der küsst seine Tochter und alle reden drüber. Warum eigentlich, fragen wir nach. Machen wir gleich hier in Brisant nach der Tagesschau. Und hier machen wir sehr gern weiter. Hallo und ganz herzlich willkommen heute an diesem Montag zu Brisant. Und bevor wir reingehen in diesen Tag und auf die Themen gucken, ein Bild, das Hoffnung macht. Es zeigt nämlich, auch dem schwersten Moment kann man an die Zukunft glauben. Das Bild zum Start in diese Sendung heute. Und jetzt gucken wir sonst auf diesen Tag. In diesem Fall wollte jemand aufmischen und mal so richtig Angst verbreiten, hat aber womöglich die Rechnung ohne die Polizei gemacht. Mehrere vermummte Angreifer haben am Samstagabend einen Zug der S-Bahn bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt überfallen und die Fahrgäste in dem Zug eingesperrt und den dann mit Graffiti besprüht. Doch die Polizei hat mehrere solcher Videoaufnahmen und ist sich sicher inzwischen, die bekommen wir. Möglicherweise ist ein Jagdunfall in der Oberpfalz ganz dramatisch ausgegangen. Ein Querschläger hat womöglich einen Mann im Auto getroffen. Der saß darin mit einem Bekannten und sackte plötzlich leblos zusammen. Nun wird ermittelt in diesem besonderen Fall. Interessante Frage. Kann man einen Mordprozess führen, wenn es nicht mal eine Leiche gibt? Man kann. Solche Fälle gibt es tatsächlich. Sie sind allerdings sehr selten. Jetzt haben wir es aktuell mit so einem Fall zu tun. Es geht um einen Kriminalfall, der schon 25 Jahre zurückliegt. Damals, 1993 war das, da verschwindet Jutta Fuchs. Das ist das Bild dazu. Und alles spricht schon damals für Mord. Es gab sogar einen Verdächtigen, aber es hat nie einen Prozess gegeben. Der beginnt erst jetzt, 25 Jahre später. Ja, ein seltener und spezieller Fall. Wir bleiben dran. So kann ein Trend auch zu Ende gehen. Fahrradleichen in München hängend oben an einem Mast. Das ist ein Bild, das man jetzt immer häufiger so oder so ähnlich in Großstädten sieht. Dabei hat ja alles angefangen eigentlich mal mit einer super Idee. Wir erinnern uns, Fahrräder zum Leihen gab es in vielen Städten. Alles umweltfreundlich, sehr praktisch. Eigentlich eine super Idee. Aber nicht alle Anbieter haben sich auf diesem hart umkämpften Markt am Ende durchsetzen können. Was bleibt, sind die alten Fahrräder, so oder so, die keiner jetzt mehr will. Nicht nur fürs Auge eher unschön. Ja, das ist dann auch eine Idee. So, ich nehme jetzt Zettel hier und Stift und schreibe was auf. Und wahrscheinlich habe ich mich dann sofort verraten. Genau, ich gehöre nämlich wie Barack Obama, die Queen und Julia Roberts zu der leidgeplagten Gattung der, genau, jetzt haben sie es, Linkshänder. Wir haben eigene Dosenöffner, wir haben eigene Scheren, es gibt Bücher zu uns zu diesem Thema, es gibt Witze, die darüber gemacht werden und natürlich immer wieder die Frage, wie, du schreibst mit links. Aber warum ist das eigentlich so? Woher kommt das? Warum schreibt der eine so und der andere schreibt so? Ist das besser oder ist das schlechter? Wir haben jetzt einen Beitrag für alle Linkshänder. Heute am Linkshändertag, Weltlinkshändertag ist nämlich heute, und die Rechtshänder, die noch Fragen haben zu uns Linkshändern. Bitte schön. Angel. Ja, bitte schön. Und denken Sie doch bitte an uns Linkshänder beim nächsten Kartoffelschälen. Das war ja ein tiefer Einblick. So. Wir gucken auf ein sehr interessantes, sehr emotionales Thema für viele Hundebesitzer nämlich. Vanessa Boka, die ist so etwas wie eine Hundeflüsterin, könnte man sagen. Und das für sehr aggressive Hunde. Und doch sagt sie, nicht jeder Hund ist erziehbar. Aber gibt es das denn tatsächlich Hunderassen, die aggressiver sind als andere? Oder sind es vielleicht immer die Halter, die das mit den Tieren machen? Dieser Frage geht heute Abend die Story nach. Und da bekommt man sehr spannende Einblicke. Jetzt bei uns mehr dazu. Ja, ein Thema, über das sich sicher diskutieren lässt. Wie gefährlich sind Kampfhunde? So heißt der Titel heute Abend von der Story. 22.45 Uhr kommt der ganze Film hier im Ersten. Für einen Rentner wird sein Auto zum Katapult. Wie das ausgegangen ist, das sehen wir jetzt. Wir haben nämlich noch mal Nachrichten. Ja, da konnte man mit Glück Wünsche übers ganze Jahr abarbeiten an einem Abend. Wussten Sie, dass das auch Bäume tatsächlich im Stress sein können? Das ist wirklich so. Das liegt woran? Am warmen Sommer. Der setzt auch den Bäumen sehr zu. Und was macht dann so ein stressgeplagter Baum? Der schmeißt in seinem Stress einfach die Äste ab.
Und deshalb gibt es gerade ernsthafte Überlegungen, wie können wir den Bäumen helfen? Und es gibt auch Warnungen vor dem, was uns da alles ja, von oben auf den Kopf fallen kann. Also Vorsicht in diesen Tagen. Also wir genießen den Sommer, aber die Bäume freuen sich schon auf den Herbst. Was macht die Prominenz heute zum Start in die Woche an diesem Montag? Till Schweiger küsst, Jan Ullrich muss jetzt kämpfen und Frank Zander, der gibt 1400 Gästen eine Party aus. Erklären wir jetzt. Brisant, prominent, geht los. Ja, ist ja die große spannende Frage. Wie geht's denn nun mit Jan Ullrich weiter, dem einzigen Tour de France-Sieger nach seinem fatalen Absturz? Welche Chancen hat er jetzt, wieder auf die Beine zu kommen? Was braucht er dafür? Haben wir gefragt. Sportler, Trainer und auch Prominente. Und einige haben so etwas tatsächlich selbst so ähnlich mal erlebt, waren unten und kennen diesen Kampf, kennen es, wieder hochzukommen. Und die haben es geschafft und erzählen uns davon. Prinz Harry, bitte ans Telefon. Ja, wir wissen jetzt, manchmal greift Prinz Harry höchstpersönlich zum Telefon und ruft dann jemanden an, vorausgesetzt, es ist ihm wichtig. Und das war wohl so beim Papa von Meghan Markle, Thomas Markle. Warum dieser Anruf dann trotzdem so nach hinten losgegangen ist und der Papa von Harrys neuer Frau jetzt überhaupt keine gute Laune hat, ja, Familienleben ist eben nicht immer leicht, kommt in den besten Kreisen vor. Vermutlich. Und es geht ja auch anders. So, da küsst Till Schweiger seine Tochter mal auf den Mund und alle möglichen Menschen haben eine Meinung und reagieren. Auf dieses Foto hier nämlich. Was sagen Sie denn dazu? Ist das komisch, wenn Papa die Tochter direkt so schmatz auf den Mund küsst? Oder ist es nur, weil immer alle eine Meinung zu Till Schweiger haben? Süß sehen die beiden doch aus, oder? Genau, mal gar nicht überbewerten. Am Wochenende, da haben viele Stars in Leipzig mal so ganz selbstlos den Golfschläger geschwungen. Was dabei rausgekommen ist, das sehen wir jetzt. Wir haben Promi-News kurz und kompakt. Ein Hartmut Engler passt aber immer noch mit rein. Doch Frank Zander, genau, der weiß nämlich jetzt, wie es enden kann, wenn man in den sozialen Netzwerken seine Freunde einlädt und dann eben nicht bei Einstellungen den Button drückt, Gruppe einladen, sondern einfach alle kommen. Am Ende kamen dann eben nicht bloß 10, wie er so dachte, sondern rund, jetzt kommt es, 1400. Also so eine Art Party-Flashmob. Da muss man sich natürlich was einfallen lassen. Frank Zander hat aber wirklich Respekt, sehr gut reagiert. Yeah. So kann das gehen. Flotter Abend mit Frank Zander. Ja, über wen wird gerade noch so geredet? Elmar Wepper und seinen neuen Film Grüner wird's nicht, heißt er. Ende des Monats kommt er in die Kinos. Und wir haben Elmar Wepper vorab in München Gartenarbeit. Und was er da so alles erzählt, das verraten wir allerdings erst morgen in der Sendung. Freuen wir uns schon drauf. Ihnen einen ganz schönen Abend. Bis dahin. Tschüss.